Ja, Mobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter Online. Und wir beginnen die Folge direkt mit einer weiteren Übersetzung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so oft dieses Tool gebrauchen können. Hätte ich echt nicht gedacht. Lassen Sie sich nicht entmutigen, obwohl Sie die gesuchte Person nicht gefunden haben. Wir haben auch eine Person von den Gangstern gerettet. Und schließlich gibt es keine... Das kostet viel Arbeit. Irgendwas gibt es nicht. Keine Ahnung. Berechnen Sie die Zeit, wenn sie nicht den falschen Weg gegangen ist, sollte es angekommen sein. Ja, wir? Zurück? Oh, jetzt ist es wahrscheinlich Schwierigkeitsstufe, ne? So, gehen wir zurück in die Vault. Ach, sie. Sie. Es dauert also eine gewisse Zeit, bis die Leute zurückkehren. Offensichtlich waren wir vor ihr da. Wie auch immer wir das geschafft haben. Sie sind endlich zurückgekommen und haben den Vorgesetzten gefunden? Und wer ist diese Person da draußen? Sagen Sie, Sie haben ihr gesagt, sie soll hierher kommen. Drinnen? Sagen Sie nicht, Sie haben gesagt, sie soll hierher kommen. Das wollte sie wahrscheinlich damit sagen. Oh, sie ist wirklich vor der Tür? Das ist richtig, meine Dame. Wir haben deinen Vorgesetzten und geschützten Burg nicht gefunden. Wir haben nur sie gefunden. Ich denke, diese Situation in der Zuflucht braucht... Wieso ist das jetzt plötzlich wieder eine Zuflucht? Wo ist mein Tierheim? Ich denke, die Situation im Tierheim braucht jetzt mehr Leute. Das will er damit sagen. Das ist mein Tierheim. Das sind meine hübschen kleinen Tiere hier. Schade, dass sie nicht dabei sein können, sonst wären die meine Tiere. Hey, hat meine Einwilligung nicht bestanden. Damit will sie sagen, sie hat ihre Einwilligung nicht dazu gegeben. Und er sagt, ich brauche keine Einwilligung. Nein, wird er natürlich nicht gemacht haben, ist netter. Es scheint, dass sie Kampferfahrung hat. Vielleicht in der zukünftigen Erkundung könnte sie uns helfen. Also hier ist verdammt viel Story bei. Hätte ich nicht gedacht. Das gefällt mir. Ich habe jedoch immer noch das Gefühl, dass sie das Training im Trainingsraum bekämpfen wird. Also sie wird nicht gerne trainieren wollen. Üben Sie. Ich möchte nicht, dass jemand meine Beine zieht. Was ist denn das für eine Übersetzung? Aber ich denke immer noch, dass sie in den Kampftrainingsraum geht. Ich will nicht, dass jemand langsamer wird. Also manchmal ist Yahoo besser, manchmal ist Google besser. Okay. Komm rein, Mädel. Du bist eingeladen. Ich soll sie direkt in den Trainingsraum ziehen. Alles klar, komm mit. Da rein. Die gemeine Jenny spricht mit mir. 5601. Geschwollen. Ich bin angeschwollen, ja. Training, Dinge brauchen mich nicht zu erklären. Das hier ist mein Name. Will ich nur mal erwähnen. Geschwollen. Training, Dinge brauchen mich nicht, um sie zu erklären. Was dann? Schau dir dann deine an. Soll ich mal an deinen Beinen ziehen? Ist das, was du willst? Erstmal hier alles einsammeln. Hallo? Okay. Alles klar, was ist das hier eigentlich unten? Gesperrt. Habe ich gut lesen können. Ah gut, trainieren wir die Dame. Ah, Level 5 hier, ich habe genug Essen, oder? Pff, easy. Das kann ich nicht beschleunigen, ne? Offensichtlich schon. Aber ich hätte es vielleicht nicht tun sollen. Was weiß ich, was ich dadurch verliere, aber irgendwas verliere ich dadurch doch. Schön, dass Sie mich aufnehmen können. Glaub mir, ich ist ein sehr guter Arzt. Ah, Supporter. Ich werde Ihnen sehr hilfreich sein. Wir haben gerade einen Supporter erhalten. Schön, dass Sie mich... kennen wir das schon. Arzt?
Bist du ein Arzt? Das ist wirklich gut in der Schlacht. In der Mitte ist die Rolle des Arztes großartig, wenn wir mutig sind. Es gibt vielleicht einen Arzt auf dem Weg. Oh, erwähne es nicht, ganz zu schweigen davon. Also, wir haben eine Aufstellung. Wir haben vorne einen Tank. Wir haben in der Mitte einen Arzt. Und wir haben... Ich bin spiegelverkehrt. Okay, ich sollte das so machen. Wir haben vorne einen Tank. Wir haben in der Mitte einen Arzt. Und wir haben außen haben wir den Carry. Den Damage-Dealer, DD. So ist richtig. Haben wir das jetzt schon übersetzt? Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich schon weitergeklickt habe. Ja, habe ich schon übersetzt. Kurz gesagt, wenn es einen Arzt gibt, gehen wir einfach raus. Eine weitere Überlebensgarantie. Hey, dieses Zufluchtsglück, nicht schlecht. Wir sind jetzt also completo tetto. Aber ich dachte, man geht zu fünft in einen... Waren das nicht fünf Leute in einer Gruppe? Schnitt. Yeah. Schneiden? Was für ein Arzt? Ah, nichts. Ich meine, wir haben keine... wenige Einwohner in der Verwaltung von Personal, um einige der Basis zu verstehen, diese Methode. Schnitt, der Arzt hat was Tolles. Ah nein, ich meine, wir haben es jetzt nicht weniger Anwohner, was das Personalmanagement angeht. Wir müssen einige Grundlagen verstehen. Okay, das Personalmanagement haben wir freigeschaltet. Vielleicht können wir hier umbenennen. Anhand dieser Liste können Sie erkennen, wie viele Unterkünfte sich derzeit... befinden keine Leute, inwieweit. Was machen sie? Machen sie, sehen sie es auf einen Blick. Ah, hier kann man auf einen Blick sehen, wo die Leute verteilt sind. Also, poste einfach die Anweisung hier und lass Ellie zum Großen gehen. Die Tür ist in Bereitschaft. Nun, nur hier, um Anweisungen zu erteilen. Lass Ellie zum Großen gehen. Zum Großen was? Zum Tor. Okay, wenn irgendwas von wegen groß gesprochen wird, dann wird es das Tor sein. Alles klar. Das hier sind die Leute. 5 Stück. Das heißt, am Tor versammeln wir unsere Leute, die hier in der Gruppe sind. Die arbeiten. Schade. Glück 2. Es sind nicht gute Werte. 0. Oh. Sieht aber schon ein bisschen komisch aus, ne? Oh Gott, diese Chinesen. Warum müssen sie alles so sexualisieren? Oh, was ist das? Keine Ahnung. Arzt. Kann's leider nicht umbenennen. Kann sie leider nicht umbenennen. Das ist so traurig. Sie ist auf jeden Fall ein Arzt. Das ist eine Perk-Karte. Gucken wir mal, was sie so drauf hat. Senior Workaholic Stufe 1. Und sie ist ein Arzt. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, dass ihr vielleicht dieses Mal nicht mitmachen könnt. Es ist schade. Schnelle Behandlung, Ebene 1. Ich habe eigentlich dem Moss schon gesagt, hey Leute, ich fange Fallout Shelter an. Bereitet den Discord vor. Aber offensichtlich... Tut mir leid. Ich hätte es mir echt gewünscht, dass man ein Team von euch aufstellen könnte. Und sie irgendwie einkleiden kann. Aber man kann sie auch nicht einkleiden, sehe ich hier gerade. Kann sie nicht einkleiden. Ah, passt da noch einer rein. Aber das mache ich natürlich nicht. Geh zurück. N. Das heißt, nicht wirklich ein Krieger. In die Sterne. Ja, man kann sie halt... untersuchen, die Story und so weiter und so fort. Naja,
Ist halt so. Na gut. Man sieht, die Blauen sind bessere Leute als die Grauen. Was bist du für einer? Achso, du hast keinen Job oder was? Achso. Hab dich rausgenommen. Na gut. So viel dazu. Ja, was können wir eigentlich so alles Schönes bauen? Was zur Hölle ist das hier? Kleines Kraftwerk. Ja, wir haben doch ein Kraftwerk. Kleiner Speisesaal. Ach, das ist ein Speisesaal. Alles klar. Und das müssen wir alles noch freischalten. Was ist das? Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was das hier zu bedeuten hat. Produktion. Und das ist Unterstützung. Ist das ein Trophäenraum? Oder ein... Oder was ist das? Leistungszimmer. Ich könnte es jetzt bauen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich es jetzt schon machen sollte. Sammeln wir erstmal jedes Zeug ein. 52 Aufgaben. Besoffen oder was? Na gut, ich habe ja schon ziemlich viele gelöst hier. Okay, was ist unsere jetzige Aufgabe? Wir richten uns einfach erstmal nach den Aufgaben. Wir müssen uns ja ein bisschen einspielen erstmal. Rote Rakete, Wartungsstation, Freigabe. Jacob bewegte sich schneller, als wir dachten. Er hätte... Hieß er wirklich Jacob? Hieß er Jacob Merz? Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Er hätte die Reparaturstation der roten Rakete passieren sollen. Trace ist noch aktiv. Vielleicht treffen wir einen unerwarteten Verbündeten. Das heißt, wir gehen tatsächlich... Bin ich wieder raus. Habe ich den Timer nicht neu gestartet? Uno Sekunde. Alles klar, ich habe den Timer nicht neu gestartet. Ich wollte gerade sagen, 33 Minuten, was ist denn los? Also wir könnten jetzt losziehen. Ich würde aber sagen, wir nutzen jetzt die letzten paar Minuten, die wir noch haben. Und, ups, das wollte ich nicht. Und erkunden die Vault nochmal ein bisschen. Und bauen vielleicht etwas. So. Genau, Hauptstufe. Wir können hier, wir haben jetzt mehr Leute, aber die können hier ja nicht mehr rummachen, ne? Ich glaube nicht, dass das geht. Wir nehmen mal die und packen sie da in dieses Zimmer. Und dann gucken wir, ob sie Kinder kriegen können. Vielleicht haben sie das einfach rausgenommen. Momento. What the fuck? Synthetische. Das ist mir neu, dass der ein Synth war. War der ein Synth? Leute, war der ein Synth? Was zum Teufel? C, Ebene 1. War der ein Synth? Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Ich dachte nicht, dass das ein Synth war. Na gut. So, ich würde sagen, ich will jetzt wissen, was das für ein Gebäude ist. Fahrstuhl kennen wir. Da brauchen wir eine Komponente. Da fehlt uns auch noch irgendwas. Aber das können wir bauen. Und wo bauen wir das hin? Bauen wir es aber mal hier unten hin. Und dann schauen wir mal. Ich werde das mal jetzt nicht beschleunigen. Oder wir beschleunigen mal und gucken, ob wir irgendwas verlieren. Wir können derzeit eine Sache bauen auf einmal. Ach, das sind Trophäen.
Nahkampfpuppe. Ach. Das finde ich cool. Aber das ist echt gut gemacht. Dass man hier die Nahkampf... die Vault-Puppen finden kann. Die Vault-Boy-Puppen. Das finde ich cool. Ich meine, es sind mehr Erfolge, aber naja. Wow, hier können wir sie finden. Indem wir... diese Scherzkeks hier machen. Das hier war ja Arena, ne? 5 Siege in der Arena. Dann kriegen wir eine Stärkepuppe. Oh, das hier haben wir was geschafft. Was bist denn du? Schöne Landschaft mit 5 weiblichen Bewohnern. Habe 5 weibliche Bewohner. 50. Boss Boss im PowerPoint Store einkaufen. Was ist denn PowerPoint Store? Keine Ahnung, was es ist. Oh Gott, darum muss ich mich erstmal gewöhnen, dass ich nicht auf die Leute klicken kann. Aber alles soweit interessant. Ich muss sagen, bisher ist das okay. Es weicht wirklich sehr, sehr stark von dem eigentlichen Fallout Shelter ab. Es ist quasi Fallout Shelter mit einer Geschichte. Es ist ziemlich abgespeckt, muss ich sagen. Also es ist wirklich krass abgespeckt. Ich bin gespannt, wie das hier noch weitergeht und was man hier alles noch machen kann. Da müssen wir schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall am Montag wieder. Und dann, direkt zu Beginn, werden wir hier weitergehen. Und dann gucken wir mal. Hier, das ist die Fallout 4 Map. Aber 1A, das sehe ich doch sofort. Ja, hier vor allem. Ich meine, wenn Preston dabei ist, klar ist es die Fallout 4 Map. Finde ich cool. Aber wie bekommt man das hier? Das gucken wir uns nochmal kurz an. Wir können das Ganze anscheinend auffüllen. Und es füllt sich von alleine auf. Wir hatten nämlich gerade 98. Denn damit machen wir schlussendlich die Missionen. Anti-Funning. Heißt das Anti-Spaßpille? Ist das die Anti-Spaßpille? Anti-Funning, ja. Es ist die Anti-Spaßpille, Freunde. Weil irgendwann hat man natürlich kein Anti-Funning mehr und dann hat man kein Fun mehr. Abenteuer notwendig für den Schutz vor Strahlungsgefahr. Ah, das ist Red X, das steht da sogar. Jetzt spielen, 10 von 10. So, was ist das hier? Sicher. Ich riskiere es mal nicht, das zu machen. Aber cool. Die Ressourcen und alles, das dient alles nur für Interaktionen. Das heißt, es ist eigentlich komplett anders als das andere Spiel. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, das wäre halt Fallout Shelter mit PvP-Aspekt. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, es ist eine Singleplayer-Erfahrung mit PvP-Komponente. Wir sehen uns am Montag wieder, Leute. Haut rein. Ciao.